Herzlich grüße ich Sie alle. Wir stehen alle hier mit leeren Händen. Glaubende sagen, ich stehe vor dir, Herr, mit leeren Händen. Menschen, die den Glauben für sich nicht als eine Lebensanschauung ansehen, stehen mit uns zusammen mit leeren Händen hier. Ganz besonders die Angehörigen, die Betroffenen, die gestern Nachmittag dieses furchtbare Geschehen erlebt haben. Ihnen gilt mein besonderer Gruß und unser aller solidarisches Gedenken. Lassen Sie sich auch in Ihrem schweren Leid von dieser großartigen Solidarität an diesem Sonntagabend stützen und tragen. Wir als Christinnen und Christen beginnen diese Gebetsstunde im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir sagen, ich möchte glauben, komm mir doch entgegen. Deshalb sage ich Ihnen allen, der Friede sei mit euch. Und mit deinem. Liebe Schwestern, liebe Brüder, ganz viele Bilder werden uns nun durch den Kopf gehen. Bilder, die uns durch die Medien vermittelt worden sind. Bilder, die sie ganz intensiv, ganz individuell selber erlebt haben. Aber ein Bild aus der Zeitung, ein Bild für all die, die an der Stelle dieses schrecklichen Geschehens waren, ist eines, was mir ganz nahe kommt. Das Schild, auf dem handschriftlich nur ein Wort steht: Warum? Warum ist das gestern geschehen? Warum die Menschen, die mir so nahe sind? Warum in dieser Stadt? Warum ist ein Mensch so, dass er so etwas Schreckliches tut? Liebe Schwestern, liebe Brüder, der Bischof hat es gerade gesagt. Eine Möglichkeit für uns hier am Sonntagabend ist das Gemeinsamsein. Miteinander zu trauern, miteinander zu hoffen, miteinander verzagt sein, zu fragen und wütend zu sein und miteinander nachher durch das kleine Zeichen des Lichtes der Osterkerze als Gemeinschaft Licht in das Dunkle hineinzubringen. Gott schenkt uns seinen Sohn. Christus ist in unserer Mitte. Ihn, das Licht der Welt, wollen wir im Kyrie in unsere Mitte hineinrufen. Erbarme dich unser, O Herr.
Zustößt, sei du unser Halt. Du machst uns aus Knechten zu Freunden. Der gute und dreieine Gott erbarme sich unser. Er lasse uns all unsere Sünden nach und führe uns so zum ewigen Leben. So lasst uns beten. Guter Gott, so stehen wir hier nun mit unseren Fragen. Fragen nach Leben, Fragen nach Sinn. In deinem Sohn, guter Gott, bist du uns in diesen Fragen nahe gekommen. Warum? Lass uns spüren, dass du heute Abend bei uns bist. Lass uns wahrnehmen, dass du uns begleitest bis in die tiefste Dunkelheit unseres Lebens. Lass uns erfahren, dass du uns zum Leben führst. Darum, guter Gott, bitten wir, durch Christus Jesus, unserem Bruder und Herrn. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bleibst fern meiner Rettung, den Worten meines Schreiens. Mein Gott, ich rufe bei Tag, doch du gibst keine Antwort. Und bei Nacht, doch ich finde keine Ruhe. Du bist es, der mich aus dem Schoß meiner Mutter zog, der mich anvertraut der Brust meiner Mutter. Von Geburt an bin ich geworfen auf dich. Vom Mutterleib an bist du mein Gott. Sei mir nicht fern, denn die Not ist so nahe und kein Helfer ist da. Viele Stiere haben mich umgeben, Büffel von Baschan mich umringt. Aufgesperrt haben sie gegen mich ihren Rachen. Wie ein reißender, brüllender Löwe. Hingeschüttet bin ich wie Wasser. Gelöst haben sich all meine Glieder, mein Herz ist geworden wie Wachs. In meinen Eingeweiden zerflossen. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe, die Zunge klebt mir am Gaumen. Du legst mich in den Staub des Todes. Du aber, Herr, halte dich nicht fern. Du, meine Stärke, eile mir zu Hilfe. Musik.
Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Ehre sei dir, o Herr. Als die sechste Stunde kam, brach über das ganze Land eine Finsternis herein. Sie dauerte bis zur neunten Stunde. Und in der neunten Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Das heißt übersetzt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige von denen, die dabei standen und es hörten, sagten: Hört, er ruft nach Elia. Einer lief hin, tauchte einen Schwamm in Essig, steckte ihn auf einen Stock und gab Jesus zu trinken. Dabei sagte er: Lass uns doch sehen, ob Elia kommt und ihn herabnimmt. Jesus aber schrie laut auf. Dann hauchte er den Geist aus. Da riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Als der Hauptmann, der Jesus gegenüberstand, ihn auf diese Weise sterben sah, sagte er: Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir. Verehrte Anwesende, verehrte Mitgedenkende, Mitbetende, liebe Schwestern und Brüder, ich habe Schreie gehört. Mit diesem Satz eröffnete mir gestern Nachmittag jemand das grausame Geschehen. Ich habe Schreie gehört. Manche von Ihnen werden in diesem Augenblick sofort an diese Schreie denken und sie noch unmittelbar in ihren Ohren hören und in ihrem Herzen mit dem Riss, den sie verursachen, spüren. Das ist es, was ein Mensch tut, wenn er so etwas Furchtbares erlebt. Er kann nicht stumm bleiben. Er muss schreien, er muss irgendwo seine Hilflosigkeit hinrufen und artikulieren, ein Schrei des Schmerzes, der Hilflosigkeit, der Wut, der Trauer, ein Schrei nach Hilfe, nach Menschen, die einen festhalten, oder einfach so. Und irgendwann vielleicht auch der Schrei: Warum? Wie es sich in dem Text ausdrückt, der an der Figur des Kiepenkerl das einzige Wort ist, das in dem Meer von Blumen und Lichtern zu lesen ist. Das Warum. Warum mein Partner, meine Partnerin, warum gerade ich, warum unsere Familie, warum meine Freunde und Angehörigen, warum? Warum an diesem richtig ersten schönen Frühlingstag in unserer Stadt Münster, mitten in diesem vollen, grellen Licht, Finsternis und Dunkel? Warum? Wie oft mögen Sie sich, verehrte Angehörige, und alle, die unmittelbar betroffen sind, in diesen letzten Stunden auch dieser Frage gegenübergestellt haben?
Vielleicht reichte der Austausch, dass jemand zuhört, vielleicht nicht einmal eine Antwort zu geben vermag, das Gespräch, gewissermaßen das Miteinander teilen und brechen dieses Wortes, warum? Ein Raum, dass ich nicht allein bin mit dieser Frage. Ein Schrei des Warum braucht einen Ort. Auch dann, wenn es kaum auszuhalten ist. Einen Ort, wo ich es dann wenigstens mit anderen, wie in dieser großen Solidarität heute Abend, aushalten kann. Der Schrei eines Herzens. Dürfen wir es wagen, angesichts dessen, was er angerichtet hat, auch im Herzen dieses Mannes einen tiefen Schrei der Wunde und der Nicht-Antwort zu vermuten? Auch Glaubende sind dankbar, dass es einen solchen Ort gibt. Und diejenigen, die für sich sagen müssen, dass der Glaube für sie kein Weg ist, ich vermute, auch sie sind dankbar für einen Ort, diesen Schrei des Warum miteinander zu tragen. Auch Glaubende kennen dieses Warum. Und es ist falsch zu vermuten, dass sie sofort die Antwort wissen. Glaubende und Kirche sind nicht eine Agentur für die Antworten auf die Lebensfragen oder erst recht auf dieses Warum. Sie halten es mit aus. Der Beter des Textes, den wir eben gehört haben, gibt davon beredt Zeugnis. Warum? Und wie plastisch sind die Bilder des Leides, das er durchmacht? Wie viele können sich damit identifizieren, gerade auch in diesen letzten Stunden? Und der Beter macht es sich nicht einfach. Das Wort am Schluss, dass er, der Herr, seine Stärke und seine Kraft sei, es wirkt doch schwach gegenüber der Schilderung des unsagbaren Leides, das er vorher vor uns ausgebreitet hat. Nicht zu schnell vom Schrei des Warum in das Trostvolle, von guten Mächten wunderbar geborgen überzugehen, das gehört auch für den Glaubenden zu seiner Lebenswirklichkeit, es auszuhalten, auch wenn sich die Antwort nicht auftut. Wir haben eben gehört, liebe Schwestern und Brüder, dass Jesus in seiner letzten Stunde auf diesen Psalm zurückgreift. Wir feiern in diesen Wochen Ostern. Die Botschaft der Auferstehung und der Hoffnung wird überall und an allen Tagen verkündet. Aber es ist nicht eine Botschaft, die wie ein Meteorit unvermittelt vom Himmel fällt und dann die Herzen so trifft, dass sie entzündet werden. Sie ist verknüpft mit dieser Szene und nur aus dieser Szene entspringt diese Botschaft. Der Evangelist Markus sagt nicht, Jesus betet, Jesus murmelt, Jesus spricht den Psalm, den er sicherlich schon oft in der Synagoge und im Tempel gesprochen hatte, vor sich hin. Er schreit, da ist er wieder, der Schrei, warum hast du mich verlassen, Gott?
auf den ich mich ein Leben lang gestützt habe. In dieser Stunde verfinstert sich alles, erst recht alles um ihn herum. Er hält diese Frage aus und sie brennt in ihm, missverstanden von seiner Umgebung. Und ausgerechnet der römische Hauptmann erkennt in einem Sterbenden, der so schreit, das ist wahrhaftig Gottes Sohn. Liebe Schwestern und Brüder, das Warum, das Dunkel, die Verlassenheit und Einsamkeit, ja die Gottverlassenheit, hat er nicht durchgespielt, sondern durchgemacht, durchgelitten. Deshalb glauben Christen, dass sie auch in einer solchen unbeantworteten Situation bei ihm an der richtigen Adresse sind. Deswegen bieten wir diesen Raum, um mit ihnen seine Frage nach dem Warum auszuhalten. Und so können wir bitten für die Toten, auch für den, der es verursacht hat. Wie mag es den Angehörigen dieses Mannes gehen? Für die trauernden Hinterbliebenen, was mögen sie in ihrem Herzen alles bewegen? Die Vorfreude auf diesen Tag und dann das. Die schwer Verletzten, die immer noch um ihr Leben ringen. Die anderen, denen die Wirkung des Schocks noch lange nachgehen wird. Für sie alle bitten wir. Und im Gedenken können auch sie, die sie nicht unmittelbar beten können, teilnehmen. Daran denken, sich innerlich verbinden, mit uns allen, die beten, traurig sein. Und, liebe Schwestern und Brüder, das ist mir in den letzten Stunden sehr deutlich ins Herz gegangen, was haben wir auch zu danken für eine große Zahl von Menschen, die geholfen haben. Die vielen Notärzte, die Hilfskräfte der unterschiedlichen Gruppen und Organisationen, die Feuerwehr, nicht zuletzt die Polizei, da waren sicher nicht nur Männer und Frauen drunter, die an diesem Tag Einsatz hatten. Denken wir zum Beispiel auch an die Notfallseelsorger, die zufällig ihren Ausflug hier nach Münster machten. Sie hatten sich möglicherweise den Tag anders vorgestellt, im Garten mit der Familie zusammen zu sein. Sie haben sich eingesetzt. Was können wir dankbar sein für eine solche solidarische Gemeinschaft? Und wir bringen diesen Dank auch in diese Stunde mit unserem Bitten und Bedenken hinein. Und wir lassen uns von der Hoffnung und Zuversicht tragen, die Jesus in diesem letzten Schrei wahrscheinlich nicht ganz ausgeschaltet hatte, dass die Verlassenheit von Gott nicht sein Letztes sei. Denn dafür hatte er gelebt, daran hatte er geglaubt, darauf hatte er gehofft, deswegen hatte er so viel geliebt. Amen.
Liebe Schwestern, liebe Brüder, die Fragen, die Bitten, das Hoffen, all das in unseren Herzen. Und wir möchten Sie einladen, die Fragen, das Bitten, das Hoffen in eine kleine Kerze hineinzugeben. Es ist schon klar, dass die Antwort sich nicht in der kleinen Kerze dann darstellt und die Antwort da ist. Aber es wird die Solidarität der vielen deutlich, wenn es hell wird, auch in der Dunkelheit. Wir werden mit dem Licht der Osterkerze zu Ihnen kommen, Sie einladen, Ihre Kerze zu entzünden, diese Kerze hinterher mit nach Hause zu nehmen, in der Erinnerung an diese Solidarität, in Erinnerung, dass der Schrei nach dem Warum im stillen kleinen Flämmchen dieser Kerze in das Dunkle hineinleuchten mag. Thank you.
Die Kerzen in der Hand, die Fragen im Herzen, laden wir Sie ein, dass wir miteinander das Gebet sprechen, das der Herr uns im Vater unser zu sprechen gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede unseres auferstandenen Herrn Jesus Christus, er sei allezeit mit euch. So sammeln wir unsere Gedanken und bitten in einem Gebet. Du, unser Gott, wir suchen nach Worten, um zu begreifen, was geschehen ist. Ein sonniger, schöner Nachmittag, ein Hauch von Frühling, der Menschen in die Sonne lockt, und plötzlich ist alles anders. Ein erschreckender Sprachlosmacht, Menschen, die um ihr Leben gebracht wurden, Menschen, denen plötzlich der Freund, die Partnerin, ein naher Mensch entrissen wurde. Menschen, die um ihr Leben fürchten. Menschen an Leib und Seele verletzt. Unser Mund droht vor dem Bösen, das in der Welt und unter uns am Werk ist, zu verstummen. Doch du bist uns Hilfe und Stärke, dass das Böse nicht Macht über uns gewinnt. So lass uns nun erst recht füreinander da sein. Wir sind dankbar für all diejenigen in Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst, die sich eingesetzt und eingebracht haben, um zu helfen und Schlimmeres zu verhindern. Wir bringen dir in unserem Gebet all diejenigen vor dich, die uns jetzt im Sinn sind und an die wir denken. Du hast die Menschen und diese Welt gut geschaffen. Und du willst, dass wir deine Schöpfung und die Menschen in ihr bewahren. So bitten wir darum, dass Besonnenheit unsere Gedanken und Herzen bewegt, damit uns nicht allein Wut und Sprachlosigkeit beherrscht, dass wir mutig werden, den Frieden zu suchen und zu finden. Amen. Und der Herr segne dich und behüte dich auf all deinen Wegen, die du gehst. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und sei dir gnädig. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und schenke dir seinen Frieden. Der Name des Herrn sei gepriesen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Der Himmel.
So segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.